Neues aus unserer Holzwerkstatt. Du siehst ja hier lauter Schneebälle vor dir, vor mir. Also Schneebälle aus Holz, ja natürlich. Kennst du das auch, was du mal gesehen hast, irgendwie in Flüssen, wo Steine übereinander gestapelt werden? Das sind regelrechte Künstler, die das können, also die wirklich so in absoluter Ruhe Stein für Stein übereinander stapeln. Da habe ich mir gedacht, das kann man doch auch mit Holz machen. Und habe dann angefangen, mal gucken, was habe ich dann an Holz in der Werkstatt, an Restholz vielleicht. Und dann habe ich noch gesehen, dass mein Schwiegersohn beinahe einen Balken verbrannt hätte auf seinem, auf seinem Ofen da. Dachte, nicht, ich brauche das. Und dann habe ich angefangen zu sägen. Und diese Steine oder diese Holzklötze sind also so geschnitten, dass keine rechtwinklige Fläche irgendwo ist. Und so kann man die jetzt stapeln. Wir sagen dazu auch Stapelbälle. Und das ist total entspannend. Vor allen Dingen schafft man es nicht jedes Mal. So. Da muss man auch mal drehen. Es hat was mit Gleichgewicht zu tun, hat was mit Stabilität zu tun. Was könnte man, jetzt ist da so eine Schräge. Ja. Manchmal muss man tatsächlich aus der Flucht gehen. Das ist ja wie bei so einer Wirbelsäule. So, jetzt habe ich hier schon 7. Also 7 ist schon ganz gut. Natürlich geht es noch weiter. Ich habe hier noch 3 andere. Die Krönung ist natürlich, wenn man alle 10 schafft. Ich fand ja beeindruckend, dass meine kleine Enkelin mit 5 Jahren auf 9 gekommen ist. Ich hätte ihr 3 oder 4 zugetraut. Aber nee, sie macht 9. Da musste sie echt auf den Stuhl steigen, um dann den letzten oben raufzukriegen. Und das haben wir natürlich auch fotografiert. Also, das ist eine schöne Geduldsarbeit mit filigraner Sache, also Auge-Hand-Koordination. Da steckt eine ganze Menge drin, mehr als man denkt. Herzlichst, dein Jens.